Hallo und willkommen, ich bin Samka3 und wie ihr seht, ja, es ist nochmal Warframe und zwar folgendermaßen. Ich wurde ja nochmal darauf hingewiesen, dass ja durchaus hier noch einige Sachen zufällig droppen werden können, beziehungsweise ich musste erstmal ein paar Mal nachgucken, bis ich es gefunden habe, aber dann habe ich es gefunden und zwar bei diesen taktischen Alert-Missionen kann zufällig auch mal ein paar sehr seltene Mods mit bei droppen. Um es kurz zu machen, von jeder Waffe 120% Bonus Slash-Schaden, also Schnittschaden. Das kann da theoretisch droppen. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt noch ein einziges Mal nochmal versucht, diese Level 2 von dieser Mission hier zu machen, von dem Tactical Alert, weil da droppt es nämlich erst. Also nicht der erste Mal, da kriegt ihr eine Roken Catalyst Blueprint und danach kriegt ihr hier, wie ihr angegeben habt, hier den Stratos-Emblem. Und bei dieser Mission, wo ihr theoretisch das Stratos-Emblem halt kriegt, da kann zufälligerweise aus einer relativ langen Liste von Sachen halt auch jeweils für Pistolen, für Nahkampfwaffen, für Schusswaffen, als auch für Schrotgewehre theoretisch dieser 120% Bonus Schnittschaden, also Slash-Schadensmod droppen. Ich muss persönlich für mich jetzt sagen, die Mission dauert mir zu lang und die ist teilweise ein bisschen buggy auf der Karte. Hier und da, nämlich manchmal fällt der Typ einfach irgendwo durch oder macht sonstigen Blödsinn, wodurch er nicht unbedingt Selbstmord begeht, aber es wird dann nicht unbedingt einfacher damit. Und da habe ich gesagt, nee, komm. Ich meine, das als Info für euch, wenn ihr unbedingt so ein Ding haben wollt, dann viel Spaß. Aber ich sage mir, nope, die Mission dauert mir per se zu lange. Das ist also keine Belohnung, die ihr garantiert kriegt, sondern wirklich nur zufällig, dass das mal droppt. Und für das mal droppt, ist mir das mal gerade zu lange. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal so am Rande Information. Und dann habe ich hier noch was gesehen für ihn hier. Ja, ihr kennt ihn. Ja, das ist der Excalibur. Da ist jetzt so optisch, ich meine, außer der coolen Optik, die ich jetzt dafür gestrickt habe, jetzt nicht direkt was Neues. Aber ich habe da was probiert. Und zwar wollte ich ja noch für den, wollte ja Ruf sammeln für hier den Cephalon Simaris, also wegen der neuen Knarre da, den Blueprint zu kriegen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe das Schwert hier ein bisschen umgebaut. Das muss jetzt kein Prisma-Scanner sein, das kann auch ein normaler Scanner für euch sein, theoretisch. Was habe ich dort jetzt abgeändert? Ganz einfach, denn ich habe mal ein bisschen rumgetestet, weil im Wiki stand ja drin, dass diverse Sachen dort nicht funktionieren mit würden. Zum Beispiel dieses hier. Das ist ja ein Waffen-Argumentation von der Fraktion, wo gesagt wird, hier, du machst 100% mehr Schaden mit der Waffe. Diese 100% witzigerweise gelten ja auch für diese Exalted Blade, das war ja die Idee dahinter. Und dieser Purity-Effekt darunter würde niemals procken. Stand im Wiki zumindest, wo ich es gelesen habe am Anfang. Ich habe gesehen, es prockt. Der Schaden kommt rein und es prockt, obwohl ich das Exalted Blade halt draußen habe. Als auch Berserk. Berserk soll angeblich im Fernkampf nicht triggern. Das triggert auch im Fernkampf. Und deswegen habe ich ein paar sehr interessante Effekte dabei gesehen, die ich jetzt auch mal vorführen werde. Hoffentlich könnt ihr das überhaupt danach am Bildschirm sehen und das wird nicht eine riesen Grafiksoße, aber ich versuche es halt. Erstmal tun wir von ihm hier noch ein bisschen die Grafik abändern. Aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt schieße mit den Mods, die ich drin habe, habe ich ja so eine blaue Welle, die ich schieße. Und da ist auch so ein Stück immer grün dran. Was jetzt für mich rein vom Stil her nicht ganz passt. Also ich sage mir nö, sage ich dazu. Und deswegen tue ich jetzt die Energie abändern nach ein bisschen mehr grün. Haben wir sowas giftig hellgrün? Nee, ne? Höchstens das hier. Womöglich ist das zu giftig hellgrün. Lass mal kurz meine Klassik-Farm gucken. Ist hier was besseres grün? Nee, ist fast die gleiche Farbe hier. Hm, Müll. Nee, das ist jetzt... Ah, ich weiß nicht. Wo nehmen wir die? Wobei Energiefarben ja relativ hell sind, muss man dazu sagen. Ja, bevor ich hier das Ekelgrün nehme, nehmen wir das bisschen schwächere, intensive Grün. Nehmen wir das mal ruhig. Mal gucken, wie das gleich wirkt. Ja, okay. Und geht an eine Mission, wo ich halt für die Cephalon Simaris, halt für die Typen, die ich noch nicht habe, da rumgesucht habe für. Und zwar war das nämlich hier Exterminate Grenier. Die Mission einfach durchkämpfen und normalerweise taucht dieser blaue Fred dann halt. Dieser, wie heißt das, Arid, nicht Executioner war es nicht. Lass mich nochmal gerade nachgucken. Lass mich kurz nochmal nachgucken. Das war Arid, nicht Elite Arid, sondern normaler Arid, nur für mich. Das war nicht der Lancer. Das war der Ober. Der Eviscerator war es nicht. Der Arid Eviscerator, glaube ich, war das. Ich meine mich, ja, exakt. Der Arid Eviscerator. Den müsste ich halt fangen für Cephalon Simaris, also für das komische Auge, was immer rumfliegt.
damit ich doch was reißen kann. Lasst mich aber hier mal kurz was gucken. Ja gut, springen wir mal gerade in die Mission. Nur mal als Test, weil dann könnt ihr nämlich sehen, was jetzt, wie absolut krank das jetzt gleich aussehen wird. Wie gesagt, mal gucken, ob ihr es überhaupt seht. Wenn ihr es nicht seht, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, aber hey, das ist dann, ich sag mal so, irgendwann mal ist dann auch mal Fraps an seine Grenze gekommen. Das aufnehmen. Aber seht mal, das ist gleich sehr interessant. Genau, jetzt wird uns Cephalon Semaris ja schon darauf hinweisen, dass in dieser Mission hier so ein Typ hier rumschleicht. Ich tue mir jetzt extra auch eine Waffe nehmen, die nicht ganz so offensichtlich mich wahnsinnig macht. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich extra hier die... Sieht mal aus dem Weg, ihr blöden Hunde. Das leckt gerade wie Sau. Komm, wir holen das Speck direkt raus. Und ihr werdet vielleicht gerade feststellen... dass wenn ich mal kritte, auch im Fernkampf, ich immer schneller werde. Und ich absolut alles in ein Meer von, so habt ihr es auch gerade gesehen, da war die Explosion von der Waffenmod, obwohl ich ja dieses Schwert hier draußen habe. So, erstmal kurz ein bisschen relaxen lassen. Ja, es wird sehr schnell, sehr hektisch. So, komm, ich pariere mal gerade praktisch alles. Oh, eine Mine, das ist gut. Geh mal weg damit, wenn ich keinen Bock drauf. Oh, Energie ist leider ausgegangen. Aber ist kein Problem. Ich krieg gleich noch mal ein bisschen was. Geh weg da. Kriegst du gleich noch ein bisschen Energie zusammen und dann können wir uns den Rest noch krallen. Genau. Aber das ist schon extrem, oder? Die Geschwindigkeit von dem Rumgehacke, das ist absolut schlimm. Absolut krass, finde ich das. Ich brauche nur unbedingt ein bisschen Energie, sonst kann ich das nicht weiter durchziehen. Und jetzt klaut er mir wieder Sachen. Der blöde Penner mit seinen Hunden. Geh weg! Geh weg! Ich will dir nichts zu schaffen. Außer, dass ich deinem Herrn und Meister noch einen Kopf schießen will, habe ich mit dir nichts zu schaffen. So. Genau, löst dich um mich herum mal ein bisschen auf. Soll ich dich auch nichts stehen lassen hier, weil wenn ich den Somaris Typen ja gleich gefunden habe, muss ich die Mission auch gefälligst abschließen können. Ich hätte auch noch nicht von meiner Energie, oder? Oh, komm, die Köder muss ich noch killen. Will ich zwar nicht, aber wenn die schon beschworen werden, um auf den Keks zu gehen, dann müssen sie eben sterben. Ist er jetzt runtergefallen? Nein. Geh doch weg. Gut, gut, gut. Ja, mal gucken, ob ich gleich ein bisschen Energie zusammenkriege. Vorführeffekt. Eben die ganze Zeit locker durchgelaufen. Hallo? Ist schon wieder einer hier? Eben durchgelaufen, ohne großartige Probleme und vor allem die ganze Zeit in voller Energie und jetzt auf einmal, oh, bis Chris keine Energie gefunden. War klar, immer das Gleiche. Vor allem kriege ich jetzt viel mehr ab als gewollt. Aber seit ich jetzt gerade mal explodiert bin, alles um mich herum mitgenommen habe. Ich gehe jetzt absichtlich langsamer, weil ich ein bisschen die Gegend scanne nach Sachen, wo ich vielleicht Energie von kriegen kann. Oh, guck mal, den Typen, den ich haben muss. Ausgezeichnet, fotografieren wir gerade. There he is! So, noch fotografiert, wunderbar, geht mir aus den Augen, Jungs. Geht mir aus den Augen. Ich habe Zeit für euch. Oh Mann. Los! Los! Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr fotografieren. Ich muss erstmal die Typen ein bisschen reduzieren, ne? Außen rum. Ah, Energie. Heck. Hinten muss ich hin, okay. Schwert wegpacken, sonst kann ich mal Frust schießen. Hör auf, mich zu schießen, Junge! Warte, das sind zwei! Ich will mich verarschen! Nein, 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 nicht so! Mensch! Hör auf mit dem Quatsch! Oh! Okay, die Fotos habe ich geschossen. Hoffe ich. No, noch nicht ganz, scheinbar. Doch, da haben wir es geschafft. Puh, Glück gehabt. So, jetzt müssen wir den Rest nur noch abmurksen können. Mit dem großartigen Impact-Schlag, den wir hier haben. Ja, schieß ruhig auf mich. Ich pariere den Müll. Müll über alles. Jetzt werde ich mal richtig Havoc legen. Das ist noch nicht Maximalgeschwindigkeit. Ich muss noch jemanden treffen damit. Gut, ein bisschen Energie gekriegt. Wunderbar. Na komm, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Das ist noch ein ganzer Satz. Genau. Schockwellen. Alles geht hier massakrieren in die Landschaft. Da oben liegt ja schon was. Wunderbar. Mehr Energie, mehr Energie. Lass mal weg. Du auch.
Geo. Natürlich. Auf Weg. Ich wieder das Hacken hier, Mensch. Läuft. Schon wieder so ein Hundemeister. Nehmen mal die Kerle hier. Und schon wieder hingeschlagen. Ja, also ich habe schon gedacht, weil ich habe das hier so ausgebaut letztes Mal, dass ich auch hier so Sachen reingetan habe, dass ich extra langsamer schlage, dafür mehr Schaden mache. Aber dieses mit dem schneller Schlagen, oh Himmel, ist ja so bitter. Gerade wenn mehr ineinander stehen, ist das schon absolut krank. Hier seht ihr, das ist einfach eine Doomsday-Maschine, das hier ist. Absolute Vernichtung. Kranker Scheiß, würde ich das einfach mal nennen. Komm, wir helfen, durch die Kisten schießen wir kann. Jetzt kommt der Typ, der Lachende. Den habe ich bis jetzt noch keine Probleme mit gehabt, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob er mich diesmal klatscht, weil ich irgendwie blöd stehe. Na komm, wo bist du, wo bist du? Sehen wir mir? Ja, da bist du schon. Okay, ist er noch da? Wahrscheinlich. Ja, ja. Na komm, geh weg, denn. Okay. Na komm. Hab ich gesehen. Da. Ja, da haben wir erwischt. Hat ich ausgelacht. Wunderbar. Wo ist dieses... Ich höre schon dieses Radio-Teil da immer, was irgendwie rumsteht und die ganze Zeit Signale sendet. Aber ich sehe es gerade nicht. Aber egal. Wenn das nicht als Gegner zählt, soll es mir egal sein. Laufe ich einfach weiter. Lachend und schwertschlagend. Platz. Wobei, die Energie von dir wollte ich gerne haben, danke. Gut, gleich haben wir es auch geschafft. Dann sind wir aus der Mission raus und ihr habt es gerade gesehen. Ich meine, habt ihr Wisch eh schon mal gesehen, wenn ihr dem euch mal gestrickt habt. Aber hier ist es. Schnell hauen. Verbindung mit dem Berserker. Holy shit. Holy shit, sage ich nur. Das ist derber Shit. Das ist absolut krank. Und ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan davon. Das ist absolut klasse, möchte ich sagen. Ich glaube, wir haben fast alles. Okay, wer was fehlt? Oh, ein Punkt, ein Typ noch, ein Typ. Ein Typ, komm. Komm, du einer Typ. Läuft. Wunderbar, es müsste noch rausgehen. So muss er sein, so muss er doch sein. Ja, aber das ist absoluter Gipfel, oder? Es ist doch absoluter Gipfel, wie schnell dieses Schwert schlagen kann. Natürlich macht er weniger Schaden jetzt, wie er jetzt hantiert. Aber trotzdem. Absolut cool, absolut cool. Genau, another job well executed. Naja, gut, wir wollen nicht übertreiben, so toll war das nicht. Aber da hat mir dem Schwert geschlagen. Mit der Geschwindigkeit vor allem. Himmel! Himmel, sag ich nur. Vor allem, wenn da mehrere von zusammen sind. Wie ich es eben mal gesehen habe. Das ist. Da schlackert jeder Rechner mal ganz schnell mit den Ohren. Aber sehr cool. Moment, habe ich jetzt auch den Ruf gekriegt? Noch ganz kurz gucken. Ruf? Ja. Siphalon Simaris. Das wird nämlich noch ein bisschen dauern, bis ich da meine 75.000 Rufpunkte zusammenkriege. Weil auch dort ja die 16.000 maximal Ruf am Tag für mich sind. Aber mal gucken. Wenn ich das erstmal habe, dann kann ich mir auch diese coole Waffe holen. Von denen. Weil das habe ich mir sagen lassen, das soll so eine Art schwarzes Loch generieren oder sowas. Wo ich dachte mir so, schwarzes Loch knarre. Ich bin direkt dafür. Ich bin dabei vor allem. Das wird das wohl auch mit dem Per Stack heißen. Bin ich sehr gespannt. Bin ich mir echt mal sehr gespannt. Und vor allem, das wird, sehe ich, sehr unterhaltsam, wenn ich es erstmal in Händen halte und rumknalle. Yeah. Aber okay, das erstmal so viel für heute. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und ja, ich würde sagen, gerade mit ihm hier, mit dem Excalibur, kann ich jedem empfehlen. Kann ich absolut nur jedem empfehlen. Vor allem kann ich jetzt noch jedem empfehlen. Wer weiß, wann das nicht genervt wird mit dem Schwert. Weil momentan sagt eigentlich jeder, der das mal sieht, wenn er anfängt, alles niederzuhacken. Wobei man muss fairerweise sagen, auf hohen Stufen bin ich mir gar nicht so sicher, ob er noch lange überlebt. Weil diese Schläge, die ich dort mache, die machen zwar jetzt halbwegs noch gut Schaden, aber bei Gegnern richtig eine größere Anzahl, die einen beschießt. Ich weiß, man pariert zwar vor einem Teil ja alles, aber wenn mal von allen Seiten erstmal beschossen wird, ich bin mir dann nicht so sicher, wie er dann abschneidet. Weil ich habe es bis jetzt nur gegen, ich sag jetzt mal, semi-starke Gegner nur gehabt. Also gegen richtig hochstufige, jetzt, keine Ahnung, sei jetzt mal über einer halben Stunde vielleicht irgendwie im T4.
also in Tower 4 im Noroken, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er da noch viel reißt, aber jetzt so auf niederen oder beziehungsweise mittleren Stufen vor allem, da hält ihn ja nichts auf. Der läuft einfach durch, wie ihr gesehen habt. Hat dem Motto, geht meinen Schwertschlägen, die rumfliegen auf einmal mal aus dem Weg. Ganz einfach. Ja. Aber wie ich schon meinte, ne? Danke fürs Zusehen und wie immer, bis dann. Ciao.